So, hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Danke fürs Einschalten. Mein Name ist Mashed8 und heute gibt es mal wieder ein paar interessante Sachen zu einem neuen Battlefield-Spiel und das nicht ungenüge. Wir haben es hier nicht mehr mit komischen Gerüchten zu tun, die wirklich nur auf einem einzigen Bild einer Webseite mit einem angeblichen Spiel namens Battlefield SWAT oder sowas ähnlichem zu tun hat. Nein, ein paar schlaue Köpfe haben hier tatsächlich noch viel mehr gefunden und das will ich euch heute mal präsentieren. Battlefield Hardline. So ist laut ein paar schlauen Köpfen auf Reddit und anderen Seiten der Name des neuen Battlefields, das auf der E3 gezeigt wird. Es wird höchstwahrscheinlich mit dem Battlefield SWAT zu tun haben, oder besser gesagt, es wird das sein, was wir sowieso schon vermutet haben. Der Nutzer Brainfu Long, den ich natürlich auch in der Beschreibung mit seinem aktuellen Thread verlinkt habe, hat zum Beispiel neue Icons gefunden. Da steht BFH drauf. BFH, was könnte das heißen? Vielleicht Battlefield Heroes. Nein, falsch gedacht. Der Grund dafür, warum das wohl falsch ist, ist einfach die Internal ID, die bei Battlefield Heroes 256 war und bei den neuen Icons 8192. Das heißt, da stimmt was nicht überein und es ist definitiv etwas anderes. Brainfu Long schreibt auch des Weiteren, dass das Spiel vier Klassen haben wird: Enforcer, Mechanic, Operator und Professional. Er sagt auch, dass das Spiel auf der E3 gezeigt wird, das ist keine Frage. Eine Implementierung in Battlelog ist für ihn auch sehr wahrscheinlich, schließlich hat er all diese Infos auf Battlelog gefunden. Seine Quelle ist damit also ziemlich wasserdicht, was natürlich nicht heißt, dass es tatsächlich auch so kommen wird, denn oftmals versuchen halt Entwickler auch schon im Voraus einige Sachen zu testen und das heißt, dass nicht alles so kommen muss. Das neue Battlefield bekommt außerdem ein neues Battlelog, naja, zumindest einen eigenen Unterbereich, so wie wir es auch schon bei Battlefield 4, Battlefield 3 und Medal of Honor Warfighter gesehen haben. Es gibt sogar Bilder zu der ersten Karte. Dummerweise funktionieren die momentan nicht, aber ich bin mir sicher, der wird da noch irgendwas hinkriegen, um diese Bilder auch ansehbar zu machen. Das Alpha-Stadium des Spiels ist also somit auch bestätigt, so sagt er. Der Name der ersten Karte, zumindest der Codename, ist MP Downtown und das können wir uns schon mal merken. Vielleicht werden wir den oder einen so ähnlichen Namen nochmal auf der E3 hören, denn dort soll es ja gezeigt werden. Vorbereitungen auf eine PC-Beta sind auch schon getroffen bzw. werden gerade getroffen, denn all das kann man im Quelltext schon sehen. Eine weitere Quelle ist Dendari. Er hat Informationen zum möglichen Spielmodi und Teams gefunden. So sind TDM, Turf War, Klein und Groß und zwei interessantere Modi namens Heist und Blood Money möglich. Die Teams können laut ihm SWAT, Thieves, LW und CR sein und ja gut, die ersten beiden kennt man. SWAT ist ganz klar, das sind die Guten und Thieves sind halt die Bösen. Was LW und CR sein soll, keine Ahnung, wenn ihr euch was drunter vorstellt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Einen In-Game-Store könnte es laut aktuellen Informationen auch geben. Wer jetzt direkt an Pay-to-Win denkt, keine Sorge, denn Dari hofft dabei eher auf einen Store à la Counter-Strike. Das heißt, man fängt eine Runde an, kauft sich ein paar Waffen ein von dem Geld, das man davor erspielt hat und legt los. Ein Polizeibaton wird es auch geben. Das ist eine Art Schlagstock. Sowas hat bestimmt jeder von euch schon mal in den Nachrichten gesehen. Des Weiteren ist BF4 Daily momentan fleißig dabei, Bilder von Fahrzeugen, Gadgets oder anderen Sachen zu posten. Wir fangen einfach mal an und zwar haben wir hier die Awards. Auf diesen Awards kann man eigentlich nicht so viel erkennen, außer dass es verschiedene Waffen wie zum Beispiel Sturmgewehre oder Karabiner, Scharfschützengewehre, LMGs, sowas wie PDW und auch noch eine Shotgun gibt. Viel interessanter ist aber meiner Meinung nach, dass es hier zum Beispiel die Handschellen drauf gibt. Ein Battlefield SWAT, ein SWAT-Themed-Spiel ist also definitiv möglich. Des Weiteren gibt es, wie man sieht, eine Seilrutsche, einen Enterhaken mit Seil natürlich dran und auch eine der Spielmodi, entweder halt Blood Money oder Heist, wird auch gedeckt, denn wir haben ein Bild mit einem Geldsack drauf. Das könnte natürlich auch Pay to Win heißen. Nicht Spaß beiseite, hoffentlich nicht. Hier sehen wir übrigens noch die ersten 12 Rangsymbole, eigentlich nichts Spektakuläres, also machen wir direkt mal weiter. Hier gibt es noch Ribbons,
Auch nichts Interessantes. Hier wird es aber schon ein bisschen interessanter, und zwar sehen wir hier mögliche Gadgets. Wir sehen verschiedene Sachen, die wir schon kennen, so zum Beispiel das Schild, ein Riot Shield C4, eine Gasmaske, einen Crossbow, der diesmal nicht wie in Battlefield 3 Aftermath total zusammengebastelt ist, sondern tatsächlich wahrscheinlich auch so gewollt ist. Des Weiteren den Enterhaken-Granaten, verschiedene Granaten, ein Repair-Torch, ein Helm mit Kamera und anderen. Damit sind wir aber noch lange nicht am Ende, denn wir haben hier noch ein paar Bilderchen zu Fahrzeugen. Das erste davon hat einfach nur mit den Schwarz-Weiß-Zeichnungen von der Seite von jedem Fahrzeug zu tun. Hier sehen wir einige verschiedene Fahrzeuge wie Helikopter, Trucks, LKW, Motorräder und kleinere PKW drauf. Das heißt, man kann sich das Ganze jetzt mal so vorstellen, als wären da noch kleine Blaulichter drauf und tada, wir haben Battlefield SWAT. Warum ich immer noch Battlefield SWAT sage, weiß ich nicht. Schließlich gibt es ja auch schon das erste Bild mit dem Namen Battlefield 4 Hardline drauf. Ich denke mal, das kann man sich mal merken, denn das werden wir wahrscheinlich noch öfter hören. Ich bin jetzt mal gespannt, was ich öfter zu hören kriege. Lasst mich mal eure Meinung zu dieser ganzen Informationsflut mal in den Kommentaren wissen. Ich bin wirklich gespannt und lasst mich einfach mal überraschen, was auf der E3 so auf uns zukommt. Danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.